Jo, Ephadanas wirst du bei unserem neuen Schiff finden. Und er ist da gerade dabei, die Planken zu reparieren. Um aller Götter willen, hier unten seid ihr. Na, ja dann. Ja, ich versuche es klar Schiff zu machen. Gar nicht so einfach, aber wir machen gute Arbeit. Ich kann mir nur vorstellen, dass im Steuerturm mal wieder die Mäuse oder in diesem Fall die Steuerfrauen auf dem Tisch tanzen. Nun, wir tanken doch. Ja. Was ist mit Lubdil falsch? Wieso? Was soll mit ihm sein? Ach, er spurt nicht. Ich kann den Jungen schlecht auspeitschen lassen. Nun, macht er irgendwas, was er nicht machen soll? Naja, nein. Aber er macht nicht, was er machen soll. Was soll er denn machen? Er soll nach jemandem Ausschau halten, nach dieser einen Hexe. Na, da kannst du auch mich fragen. Und ich frage die Schwestern. Ja, ihr wart mein nächstes Ziel, aber ich mag es nicht, wenn ihr mit denen redet. Ja, danke. Es denn dringend? Soll ich sie suchen? Schau mal auf seine Arbeit. Dringender als das hier, würde ich schätzen. Das lässt mal den Hammer und die Nägel liegen. Hat er gerade ein paar Planken rausgerissen, die das da ausgetauscht werden müssen. Kapitän, ich muss sagen, diese Elysia, ich habe nur kurz mit ihr gesprochen, aber ich traue ihr nicht. Diese Hexen, die genau wie die Gildenmagier, die organisieren sich nicht in Gilden, sondern in Schwesternschaften. Und nun, ich weiß nicht, zu welcher Schwesternschaft die gehört, aber ich glaube, die und Romilly, die stehen nicht. Deren Pfade laufen nicht in die gleiche Richtung, das meine ich. Ich fürchte, da habt ihr recht. Wenn ihr Pfad wirklich uns zuwiderläuft, ist es unsere paßgefällige Pflicht, ihr Einhalt zu gebieten. Aber dafür müssen wir sie finden. Auch das, ich weiß, dass sie auf jeden Fall nicht begeistert ist, dass Romilly sich und ihre Gabe und damit ihre zwei Schwestern offenbart hat. Die Hexen, die halten normalerweise wohl hinterm Berg. Kann ich auch verstehen. Okay, aber ich schau mal. Und Ephadaus greift wieder an den Schaft des Schwertes. Und fühlt. Celeste, bist du wach? Du spürst nichts. Und dass ich selbst über das Schiff fahre und versuche Leute zu finden, das geht auch nicht. Ich weiß nicht. Ich scheine den Kontakt verloren zu haben. Ich spüre die Schwestern nicht. Vielleicht hat Magister Korab sie mal wieder schlafen gelegt. Ihr letzter Zauber müsste vergangen sein. Verdammt. Das hier war übrigens mal ein schönes Schiff. Wird noch eine Weile dauern, bis es wieder fährt, aber ordentliches Ding. Ja, Borgwurm freut sich fast buchstäblich einen Ast. Ich muss dir noch was sägen. Das ist total traumhaft. Endlich Ja, wieder ich. sägen. Schön, dass wenigstens einem hier gut geht. Er hält seine Säge so ein bisschen hoch, siehst wieder wohl so ein paar Holzstückchen noch dran kleben. Dann würde ich hoch in den Steuerturm gehen. Hast du für uns eine Zahl an TAP-Sternchen, die wir brauchen, um das Schiff wieder auf Vordermann gebracht zu haben? Habe ich jetzt so aktuell nicht, kann ich wieder mal raussuchen. Das dauert auf alle Fälle 3 Wochen. Okay, also Weil so das eine nicht, Anzahl also wäre cool, das weil. ist das komplette Schiff ausgetauscht. Ich habe halt das Zimmermanns Probe. Meisterhandwerk Zimmermann, was Ja, ich du dafür. kannst auf alle Fälle mal eine Zimmermanns Probe reinschmeißen, kannst meinetwegen auch gerne ASP reinbuttern. Ja, ich suche dann bis zum nächsten Mal, suche ich ein paar Sternchen raus, die ihr erreichen müsstet und dann. Okay, dann butter ich vorher 5 ASP rein. Sind 10 Punkte. Genau, für 10 Punkte. Und Probe kommt. Sekunde. Gut, damit bist du aber auch wirklich den ganzen Tag beschäftigt, wenn du dann jetzt, beziehungsweise 4 Stunden, wenn du dann da arbeiten willst, ne? Für so eine Probe. Und wenn du dann abbrichst,
bringt das nicht so viel, aber nach 4 Stunden kam dann irgendwann Jalan zu dir. Und ja, du kannst mir nochmal eine Gassenwissenprobe schmeißen mit der Archenerleichterung, um dich nicht im Schiff zurechtzufinden, sondern es geht jetzt gerade eher darum, ob du vielleicht noch was feststellen kannst. Du meinst mit meiner Gassenwissen, Ortskenntnisarche? genau, Gassenwissen mit der Archspezialisierung sind, glaube ich, 3 Punkte, ne? Ortskenntnis? Zwei oder 3 Punkte. Nur mal Weiß es Gassen. auch nicht. Nur Okay. mal Gassen. Hattest du ansonsten eine Erschwernis angesagt? Nee. Zumindest Okay. nenne ich sie dir jetzt nicht. Oh, 9 Punkte, ja, auf alle Fälle. Dann, ja, du kommst gerade nochmal, bevor du zu Xyleste und Piraniane gehst, kannst du nochmal bei den in deiner Kabine vorbeigehen. Die liegt ja in der Nähe des Steuerbaums. Also ich hätte sie dir. Muss gerade mal gucken. Ich hatte dich ja hier oben einquartiert. Und als du dann gerade wieder dein Zimmer verlassen willst, fällt dir auf, wie da wohl eine Feder auf dem Bett liegt, die da nicht hingehört. Eine Feder. Ich gehe mal hin und schaue mir an, ob sie da irgendwie zufällig liegen könnte, ob das vielleicht aus dem Futter ist oder ob die da bewusst abgelegt wurde. Ja, also liegt da einfach rum. Vielleicht nicht um, also sieht nicht so aus, als ob die da irgendjemand auf Kopfkissen drapiert hätte. Ja, ich heb die mal hoch und schaue sie mir genauer an. Ja, es ist ein Fehler. Leicht, Okay. passiert nichts. Kein Artefakt oder sowas. Kann ich den Vogel zuordnen? Ja, mit der Tierkundeprobe ist das erleichtert. Also, hast du Vogelkunde oder sowas? Nee, ich würd zu unserer Falknerin gehen. Ach Mensch, das ist eine gute Idee. Dann kannst du zu deiner Falknerin gehen. Die könnte das höchstwahrscheinlich zuordnen, was das für eine Feder ist. Bist du auf der Krankenstation oder bist Die du ist bei den ganzen euch Tag im da, ja, Zimmer? die muss regenerieren, die hat ja krass viel Schaden bekommen. Hochwohlgeboren. Rommeli reicht doch. Gibt Ach es ja. Ephadaios? Nun, ich. Verzeiht, ich komme nicht nur, um nach eurem Wohlbefinden zu schauen. Geht es euch denn mittlerweile besser? Ein wenig, danke der Nachfrage. Was ist denn da oben eigentlich passiert? Ich bin dann wieder zum Steuerbaum hoch. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Ihr seid auch ohnmächtig geworden. Setzt euch. Danke. Aldara hatte eine Vision, wie ich jetzt weiß. Ich war so leichtsinnig überprüfen, ob vielleicht jemand von außen in ihre Gedanken eingedrungen ist, dass ich teilhaben konnte an ihrer Vision. War verwirrend. Den konnte ich ja dann auch davor warnen, eine Arche unter Wasser hier in der Nähe irgendwo sein müsste. Macht Jagd auf eine Stadt, auf einen Thron. Könnt ihr euch einen Reim darauf machen? Na und das mit dem Thron habe ich auch gehört. Sie hat es mir noch zugeflüstert. Ja, im ersten Moment hatte ich Angst, dass es sich um einen Angriff auf unsere Arche handelt, aber scheinbar geht es hier um etwas anderes. Um was? Für eine Wie war der Stadt? Name noch gleich? Der Thron. Von irgendjemand war das der Thron. Was hat der goldene Drache Pyrdakor mit einem Thron zu tun? Da sehe ich den Zusammenhang nicht. Der Drache. Puh. Früher wurden sie verehrt. Verehrt wie Götter. Dabei sind sie ganz andere Kreaturen. Kreaturen der Magie. Aber das fällt außerhalb meines Fachgebiets. Vielleicht sollten wir Ort? mit Jasper reden. Er ist der Magie zugeschrieben. Er kennt sich sicher damit aus. Na, vielleicht sollten wir das. Nun, aber weshalb ich eigentlich zu euch gekommen bin, ich habe hier diese Feder auf meinem Bett gefunden. Wisst ihr vielleicht, von welchem Vogel das ist?
Die lag so komisch da. Ich glaube, sie ist nicht einfach aus dem Futter rausgekommen. Schau mir die Feder einmal an. Ich sag da nichts zu. Eine weiße Feder. Du solltest eigentlich wissen, was das ist. Also okay. mit deiner Tierkunde, ja. Sollte wohl passen. Und es scheint fast so, als hätte meine Eule bei euch Feder verloren. Eigentlich nichts Ungewöhnliches. Aber hat sie euch ins Herz geschlossen und einmal euer Quartier aufgesucht? Ist das ein Witz? Die Eule hopst doch hier nicht durchs Schiff. Geht durchaus gelegentlich einmal auf Erkundungsflug. Sie wird doch hier nicht in den Kajüten mit geschlossenen Türen herumfliegen. Durch geschlossene Türen kommt die definitiv nicht hindurch. Wäre dann doch etwas zu viel des Guten. Omni, ich weiß nicht, was ihr hier für ein Spiel treibt. Ich weiß, ihr kämpft für unsere Sache. Aber wenn ihr mir hinterher spioniert, das kann nicht passieren. Sie müssen an einem Strang ziehen. Ich habe nicht vor, jemandem hinterher zu spionieren, Ephadaios. Wieso sollte ich das tun? Also leugnet ihr, dass ihr mit eurer Eule in mein Quartier gegangen seid? Ich war den ganzen Nachmittag, seitdem mein Augenlicht mich nach dieser Vision etwas im Stich gelassen hat, hier. Ihr sicherlich wisst, meine Eule nicht an. Ich zwinge sie nicht an Ort und Stelle zu verweilen. Auch schließlich auch ihren Ausflug. Ja, soll sie woanders rumfliegen. Verdammt, geht, stößt den Stuhl um, der fällt dann um und dann dampft er ab. Möchtest du noch sowas wie eine Menschenkenntnisprobe forcieren? Ja, warum nicht? Ja, dann ist das eine konträre Probe. Menschenkenntnis und überreden. Oder ja. Überzeugen, das überlasse ich dir. Ich nehme lieber überreden. Habe ich eine 7er Erschwerens? Du hast einfach eine ganz normale Probe und die Erschwernisse werden miteinander verglichen. Okay. Dann meint möchte ich nochmal. Nee, dann gib mir beide nochmal eine Probe. Okay. Also, ich werde jetzt hier keine W20 oder sowas würfeln lassen, weil es hier wirklich dann. Autsch. Wow. Ja, okay. Ja, dann glaube ich ihr das, ne? Hast du noch einen Chippy? Nee, ne? Hast du nicht. Du möchtest den Konflikt, was? Nee, du hast ihn, glaube ich, schon ausgegeben. Ja, du glaubst, sie sagt die Wahrheit. Sie hat dich nicht direkt belogen. Ja, du weißt nicht genau, sie hat sich da weise drumherum manövriert. Sie hat nicht gelogen. Oh, das ist stolz. Aber du kannst natürlich trotzdem ihr nicht trauen. Ja, klar, also die Skepsis ist ja auch auf alle Fälle angebracht. Ja, dann gehe ich jetzt hoch zum Steuerbaum. Ach ja, dann hat er seinen vorhin ausgegeben, stimmt. Ja, aber der Shippy rettet dich ja jetzt auch nicht mehr. Nö, also. Gut. Ich glaube, gegen die 20 kommst du nicht an. Dann ab zum Steuerbaum. Ja. Celeste? Celeste! Ja, was kann ich für dich tun? Warum? Warum hörst du mich nicht, wenn ich dich rufe? Weil ich beschäftigt bin. Du bist hier genau einer Person verpflichtet. Warum früh auf? Und das bin ich. Ich bin dem Schiff verpflichtet und der Herzogin. Nicht dir. Und ich war beschäftigt. Du musst jetzt erstmal eine magische Faust in die Magenkuhle. Ja,
Und mit was? Schau dir doch das Deck an. Ob sich etwas verändert hat? Kannst du es sehen? Das bekommt gerade ziemlich Muffesausen und geht vorne zum Kuckloch vor seinem Thron und schaut aufs Deck hinunter. Ja, was will ich denn da für eine Probe haben? Was sollen die anderen tun, während ich überlege? Ich gehe nochmal rum und verteile noch eine Runde an Waffenbalsamen, an die Leute, die wichtig sind. Bin ich wichtig? Nein, du nicht. Aber vielleicht müsstest du das aufmerksam mithören, von daher. Überleg ruhig erst zu Ende. Ich möchte gerne eine Pflanzenkundeprobe von dir haben. Mit Ortskenntnis Arche. Ja, zählt. Dafür ist sie da. Ist das herrlich. Warum hast du so viel... Was? Warum hast du so viel... Ich war auf Maraskan unterwegs. Was glaubst du denn im Dschungel? Die Arche hat ein paar Knospen angesetzt, die an verschiedenen Stämmen auf dem Oberdeck wachsen, aus dem Unholz. An den Seiten, teilweise aus den Hörnern. Knospen. Bei den Zwölf... Nein, hier sind andere Dinge am Werk. Celeste. Du musst nicht alle 12 Erzdämonen anrufen, es reicht nur Agrimot und Charybdorot. Was hat es damit auf sich? Blühst du jetzt? Wächst du oder was? Nein. Du willst dich fortpflanzen, nicht wahr? Ist es das? Wir werden Eltern, Ephadaios. Wir werden Eltern. Nein. Das... Und wir haben dir das Kind hergebracht. Das darf nicht wahr sein. Du wirst bald erfahren, wie neue Archen in die Welt gesetzt werden. Nein, und welche verdammte Seele soll sie steuern? Besser, Ephadaios. Besser. Nein. Du solltest diese kleinen Spielereien noch etwas für dich behalten. Wir kommen dann darauf zurück, wenn es soweit ist, aber bis dahin könnte es sein, dass ich etwas launischer werde als sonst. Und du wirst wahrscheinlich auch hungriger, nicht wahr? Ein kleiner Imbiss um Mitternacht? Bring uns so viel Essen, wie du uns geben magst. Du willst doch die Geheimnisse der Arche wissen, nicht wahr? Wie neue Archen entstehen? Dann sieh zu. Verdammt, dreht sich weg und denkt sich, oder man sieht, wie die Zahnräder in seinem Kopf sich drehen und er denkt, wenn hier, an dieser Arche, die wir kontrollieren, eine weitere Arche geboren wird, haben wir dann schon 2 Archen? Das wäre es wert. Diese Streitkraft brauchen wir. Eine Flotte aus Archen. Ich, Admiral. Aber Mann, wir müssen vorsichtig sein. Klöster, ich bin wegen etwas anderes hier. Die eine Hexe. Elysia. Wo ist sie? Ist sie noch hier im Schiff? Ich hab keine Lust auf deine Spielchen. Vater aus überlegt, ob er ihr nochmal eine knallt, denkt dann aber dran, dass sie schwanger ist und hält sich zurück. Wir werden Eltern, Ephadaios. Man hat zweimal geträumt, aber es hat er sich anders vorgestellt. Die Nacht kommt. Habt ihr in der Nacht etwas vor? Oder wollt ihr ganz normal schlafen gehen? Noch kurz die Verteilung. Also die Söldnerführer bekommen natürlich jeweils eine Dosis. Mhm. Die Spielercharaktere bekommen ebenfalls jeweils eine ausgehändigt. Ja. Myria bekommt eine ausgehändigt. Ja. Und was haben wir sonst noch an Bord? Lass mich kurz überlegen. Ritter, ja. Wir haben 50 Dosen, die Leibgarde bekommt samt und sonders eine ausgehändigt. Wie ist mit Heiltränken? Bringt auch jeder ein?
Wieder Charaktere, ja, einmal Qualität für jeden. Was ist mit den Pfeilen von den Schützen? Ihr habt aktuell 13 Schützen. Der Führer der Schützen, das müsste Oberleutnant Concordella sein. War das ihr mittlerer Name? Das war ihr mittlerer Name, verflucht. Ich muss gerade schauen, die unten. Oberleutnant Boronia Concordella Valdepenia. Also Boronia. Oberleutnant Valdepenia. Sie bekommt 5 zur freien Verteilung. 5 Stück? Ja, Regelklärung, eine Dosis Waffenbalsam reicht, um 5 Pfeile oder Bolzenspitzen damit zu bestreichen. Ausgezeichnet. Also kann sie 25 Mal schießen ja, damit. Ja, 5 mal 5. Gut, hast du mitgezählt? Du hast nicht mitgezählt. Okay, warte kurz, wir haben 4 Söldnerführer. Sind wir bei 4. Wir haben 5 Spielercharaktere, sind wir bei 9. Wir haben 14 Mann Leibgarde. Sind wir also bei 23. Plus 5 sind wir bei 27 Verteilten. Ich werde das ins Inventar der Reiche eintragen. Perfekt, dafür ist es da. Gut, und ja, dann geht ihr schlafen, vermute ich. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Ja, aber wir gehen schlafen. Nachtwache. Ach komm, jetzt haben alle was gemacht, jetzt will ich auch nochmal was machen. Okay, hau raus. Also, Ahmad geht jetzt zu Jasper, dem Wandler. Ja. Ja, dann würde der Mann zu ihm meinen. Sag mal, Jasper, du bist doch schon am längsten hier auf dem Schiff, oder? Beziehungsweise auf dieser Dämonenarche. Das, mein Herr, Ihre Gnaden, ist richtig. Ich wurde hier gefangen gehalten, gegen meinen Willen von dem ehemaligen Kapitän. Ihr hättet euch eigentlich in Gefangenschaft nehmen können. Es unglückliche Umstände, wenn man auf einem Schiff aus Richtung Festum nicht unbedingt flieht, aber auf der blutigen See unterwegs ist und ein Archenangriff bevorsteht, dann, nun ja, wird man gefangen genommen als Magier, dann wird man nicht verfüttert oder einfach aufgeschnitten. Verstehe. Aber ihr seid quasi, was das Wissen über die Arche geht, hier an Bord definitiv der Wissendste. Könnt ihr das mir sagen, möchte ich meinen, wie man diese Arche vernichten kann? Vernichten? Nun, dieses Wissen wurde mir in meiner bisherigen Laufbahn noch nicht zuteil, denn nun ja, ich befinde mich zwar auf ihr, aber warum sollte der Kapitän oder die Kapitäne so etwas mit uns teilen? Sollten sie es selbst wissen. Was ich weiß, ist, dass es wohl nicht ausreichte, einfach Xyleste oder Piraniane, die beiden obigen Steuerfrauen, umzubringen. Das reicht nicht. Werden sie dann wiedergeboren? Wiedergeboren? Nein, ihre Seelen sind dann unrettbar in die Niederhöllen gefallen, aber das Schiff existiert trotzdem weiter, auch ohne Steuerfrauen. Ihre Seelen? Das tatsächlich Menschen dort oben? Ich gehe doch ganz stark davon aus, nicht wahr? Sie sind zwar sehr verholzt und weisen teilweise auch jetzt an ihrem Körper Male auf, die einem sehr starken Paktierer der Verformer der Elemente anheimfallen könnten, aber sie sind immer noch Menschen. Ich hätte gedacht, das ist ein Dämon, der versucht, uns zu täuschen. Nein, sie sind wohl auch Zwillinge. Auch das kann man ihnen ansehen. In ihren Adern fließt Unwasser anstatt Blut und ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie außerhalb eines solchen Baumes der Arche überleben würden. Das übersteigt meine Vorstellungskraft, aber ja, sie sind Menschen und ja, sie leben. Ich verstehe. Dann werde ich wohl einen anderen Weg finden müssen. Danke, Jasper. Ich bin immer für euch da, mein Herr. Ihr könnt auf mich zählen. Ja, dann würde ich dann auch irgendwann mal pennen gehen. Nach diesem kurzen Gespräch. Ephadaios schwimmt gerade durch klares Wasser. Du bist so weit weg von der blutigen See wie irgend möglich. Zurück auf den Zyklopeninseln. Zusammen mit einem Delfin, der neben dir schwimmt. Leise. Als wäre er ein alter Freund, als wäre er Effert.
Du träumst endlich wieder von ihm. Du hattest sehr, sehr lange keine Träume mehr. Oder warst nur gefangen in den Niederhöllen in deinen Träumen. Fürchte dich nicht, Sohn. Ich lasse die meinen nicht im Stich. Aber ich... Wie soll ich so weitermachen? Du hast dich weit von mir entfernt. Doch es ist immer noch Hoffnung. Halte dich an die, die dir helfen. Das, was dir Vertrauen schenkt. Die Liebe. An der Liebe mangelt es nicht. Ich versuche sie zu schützen. Meine Brüder und Schwestern. Meine Eltern. Die Kinder der anderen. Aber... Und ich muss mich um die Menschen kümmern. Sie leben hier, in dieser Sphäre. Sie sind es, die mir von dir zum Schutz befohlen wurden. Du wirst die meinen erkennen. Du wirst wissen, wem du dienst. Ich vertraue dir immer noch. Auch deine Seele kann gerettet werden. Sieht man da jetzt beim Schwimmen nicht, aber er fährt aus, hat Kullertränen in den Augen. Und während du noch weiter durch den Ozean schwimmst, kannst du sehen, wie du selbst als Delfin verwandelt durch die Ozeane schwimmst, dann einmal springst und während du durch die Meereswogen springst, verwandelst du dich wieder, entwickelst Flügel und wie eine Eule flatterst du über den Kontinent. Kannst deine Reise noch einmal überblicken, als du über den großen Fluss gesegelt bist, über die Burg des finsteren Alchemisten und des Ritters Hagolf von Sturzenstein, dann über Gareth. Du siehst die Station Perikum. Dort, wo du warst, und wie eine Eule fliegst du über Maraskan. Siehst noch einmal das Lager. Und dann springst du wieder wie ein Delfin durch die Wogen auf der anderen Seite. Fürchte dich nicht, Sohn. Ich lasse die meinen nicht im Stich. Ich werde tun, was ich kann. Und nun, zusammen werden wir sie alle retten. Oder es versuchen. Und um mich geht es hier nicht. Um mich geht es hier nicht. Dann wachst du auf. Etwas kitzelt an deiner Nase. Du musst einmal niesen, du wischst noch einmal die Tränen weg, die du in dem Schlaf geweint hast und merkst, wie wohl eine Feder auf deiner Nasenspitze lag.